Marco Friedl hat sich bei Werder Bremen zum Stammspieler entwickelt. Damit könne er auch ein Vorbild für viele junge Spieler sein, findet Trainer Florian Kohl. In seinem dritten Werder-Jahr ist er Stammspieler. Marco Friedl. Imago Images. Die 75. Minute ließ zunächst Schlimmes vermuten. Marco Friedl lag am Boden und winkte so hektisch mit den Armen, dass sogar Freiburgs Trainer Christian Streich umgehend einen besorgten Hinweis in Richtung Bremer Bank und der medizinischen Abteilung gab. Der hat sich verletzt. In einem Zweikampf mit Yannick Haberer war Friedl umgeknickt. Ein bisschen übel sei das gewesen, sagte auch Werder-Coach Florian Kohfeldt nach dem Spiel, gab jedoch eine Dadurch, dass der Österreicher die Partie noch zu Ende spielen konnte, habe ich jetzt erstmal keine Angst, und in der Kabine sei das Sprunggelenk auch noch nicht angeschwollen gewesen. Dass die Rolle des 22-Jährigen in der Defensive von Werder Bremen in dieser Saison nicht ganz unwichtig ist, zeigte sich sogleich während seiner vierminütigen Behandlungsphase, in der die Freiburger sich ihre beste Chance des Nachmittags herausspielten. Nicolas Höfler kam nach einer Hereingabe von Christian Günther zum Abschluss. Keeper Jiří Pavlenka parierte und der eingewechselte Nils Petersen verfehlte das Tor nur knapp. Nur 6 Gegentore 2021. Das 0:0 manifestierte somit einen Bestwert, den es laut Kohfeldt nur äußerst selten in der Werder-Historie gegeben habe, die sonst eher für Offensivrekorde stand. Weniger als 6 Gegentore kassierte im Jahr 2021 kein anderes Team in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg liegt gleich auf, muss am Sonntagabend aber noch gegen Borussia Mönchengladbach. Bremen hat durch die zuletzt ausgefallene Partie gegen Arminia Bielefeld allerdings auch ein Spiel weniger absolviert. Zufrieden ist Kohfeldt damit natürlich trotzdem. Beim Tore verhindern bewege sich seine Mannschaft aktuell einer, der einen beträchtlichen Anteil daran hat, ist auch Friedl. In jedem der bislang 20 ausgetragenen Bundesligaspiele stand der Dauerbrenner über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Das war heute sehr gut, lobte Kohfeldt ihn am Samstagabend zwar, gleichzeitig forderte er von seinem Jungprofi jedoch auch, solche Leistungen müssen zur Normalität werden und dann ist es Qualität, denn die größte Qualität ist Konstanz. Schreckmoment, im Spiel gegen Freiburg blieb Marco Friedl am Boden liegen. Imago Images. Dadurch, dass die Freiburger Abwehr und Spielaufbauchef Ömer Toprak clever zustellten, Kohfeldt, das würde ich vielleicht auch so machen, waren seine Nebenmänner Milos Veljkovic und eben Friedl diesmal umso mehr selbst. Schon unter der Woche habe man diese größere Verantwortung in der Spieleröffnung ganz viel trainiert, und im Spiel habe Friedl dann über weite Strecken gezeigt, dass er auch mit Ball die Dynamik entwickeln kann. Größere Lobreden wollte der Trainer dann aber gar nicht weiter ausführen, er sagte nur, wenn man Stammspieler sein will und wenn man regelmäßig vor Niklas Meus anders spielt, dann ist das nichts, wofür ich ihn besonders erwähnen muss, sondern dann muss das Punkt. Gerüchte um Rückkaufklausel. Mit seiner Entwicklung bei Werder könne Friedl somit auch ein Vorbild für viele junge Spieler sein, findet Kohfeldt. Er ist hierher gekommen, stand mal im Kader, mal nicht. Er hat auf einer fremden Position gespielt, ist aber immer dran geblieben und hat auch mal einen Rückschlag weggesteckt. Und im dritten Jahr ist er Stamm. Geht es nach dem Werder-Coach, könne das auch noch ein paar Jahre so bleiben, obwohl mittlerweile Gerüchte aufgekommen sind, dass der FC Bayern, von dem der seit Anfang 2018 ausgeliehene Friedl im Sommer 2019 für rund 3,5 Millionen Euro fest verpflichtet wurde, eine Rückkaufklausel besitze. Kohfeldt, wir haben Anfang der Woche schon ein bisschen darüber gefrotzelt in der Kabine. Dem Lübecke Bilder zur Partie Werder Bremen, ist